was serdecznie, drodzy zgromadzeni, na tym miejscu. Ich grüße euch, meine lieben Versammelten, ganz herzlich an diesem Ort. Bardzo się cieszę, że widzę tu dzisiaj i tych, których już tak bardzo długo nie widziałem. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Menschen sehen kann, die ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe. To jest wielka okazja, abyśmy wspólnie rozważali Boże Słowo. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam uns Gedanken über Gottes Wort zu machen. Kiedy przejeżdżałem dzisiaj przez nasz piękny kanał. Als ich heute über unseren wunderbaren Kanal gefahren bin. Tak mi przyszła taka myśl. Kto będzie następny zanurzany w tej wodzie? Kam mir so ein Gedanke, wer wird als nächstes der oder diejenige sein, die sich in diesem Wasser untertauchen lässt? Przecież to jest nasze zadanie. Weil das ist doch unsere Aufgabe. Pragniecie być uczniami Jezusa Chrystusa? Habt ihr den Wunsch, Jünger Jezu zu sein, Nachfolger Jezu zu sein? Pragniecie zostać dalej uczniami Jezusa Chrystusa? Und habt ihr auch den Wunsch, danach weiterhin Jünger Jezu zu bleiben? Wiem, że dokonujemy w naszym życiu wiele dobrych decyzji. Ich weiß, dass wir in unserem Leben ganz häufig ganz gute Entscheidungen treffen. Ale jestem pewny, że tylko te decyzje, które są według Bożej woli, przetrwają. Aber ich bin der Überzeugung, dass nur diese guten Entscheidungen überleben und durchhalten werden, die auch vor Gott Bestand haben. Stać się uczniem Jezusa Chrystusa, wiecie, to jest umieranie na co dzień. Ein Jünger Jesu oder ein Nachfolger Jesu zu sein, das heißt tagtäglich zu sterben. Wiem, że to nie brzmi pociągająco. Und wir wissen auch, dass das nicht wirklich attraktiv klingt. Ale to Jezus powiedział, że kto położy swoje życie za Niego, to go odnajdzie. Aber Jesus sagte, wer sein Leben für mich niederlegt, der wird das Leben finden. Jeżeli Jezus umarł za mnie, za ciebie, wenn Jesus für dich und für mich gestorben ist, to nie masz prawa, dann hast du kein Recht dafür, żyć według swojej woli, nach deinem eigenen Willen zu leben. Kościół nie musi szukać nowych celów. Die Kirche muss keine neuen Ziele suchen. Jezus Chrystus konkretnie dał Kościołowi zadanie i cel. Jesus Christus selbst hat der Kirche ihr Ziel selber gesagt. Dzisiaj posłużę się tekstami z Ewangelii według Mateusza. Proszę, kto ma Biblię, niech otworzy. Und 28. rozdział. Und wir werden heute im Matthäus Evangelium uns viel bewegen und ich lade euch ein, diejenigen von euch, die ihr eine Bibel dabei habt, dass ihr sie bitte aufmacht. A my będziemy czytali z bratem od wersetu 16 po 20. Und wir werden von Vers 16 bis Vers 20 lesen im Matthäus Evangelium Kapitel 28. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. Aber 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Było to w lipcu w roku 73. Im Juni? Myślę. Juni.
Juli. Okay, im Juli 1977. Pierwszy raz odwiedziłem zjazd we Wapienicy. Habe ich das erste Mal den Kongress in der Ortschaft Wapienice besucht. Pierwszy raz się spotkałem z Kościołem Chrześcijania Sobotniego. Das allererste Mal war das für mich die Begegnung mit der christlichen Kirchengemeinde des siebenten Tages. I tam zostałem zanurzony w wodzie. Und dort wurde ich getauft. Pamiętam, że również brat Andrzej tam był. Und ich kann mich auch erinnern, dass Bruder Andreas dort war. To jest prawie 50 lat. Das ist fast 50 Jahre her. Nie żałuję ani jeden dzień. Und ich bereue keinen einzigen Tag davon, że poszedłem drogą za Jezusem. Dass ich den Weg hinter Jesus her gewählt habe. Myślę tu na was, drodzy młodzi, którzy do tej pory nie podjęliście decyzji. Und ich denke an euch, junge Menschen, die ihr bisher noch nicht diese Entscheidung für euch getroffen habt. Którzy do dzisiaj nie zapieczętowaliście, nie potwierdzili poprzez chrzest naśladowanie Jezusa. Dass ihr noch nicht diesen Stempel, dieses Siegel habt drauf machen lassen, eurer Nachfolge von Jesus. Pamiętajcie, że tylko decyzje, które są w zgodzie z Bożą wolą, przetrwają przez całe wasze życie. Und nur, dass die Entscheidungen, die auch Gottes Willen entsprechen, euer ganzes Leben lang halten werden. A teraz popatrzmy na te słowa, które Jezus powiada w tym rozdziale, który czytaliśmy. Und deswegen lasst uns jetzt mal einen Blick werfen auf die Worte, die Jesus dort gesagt hat in diesem Kapitel. Jezus jest krótko przed odejściem do swojego Ojca. Jesus steht kurz davor, zum Vater zu gehen. Czytamy 11 uczniów szło do Galilei na górę. Und wir lesen davon, dass 11 Jünger nach Galiläa auf einen Berg gegangen sind. To nie był przypadek. Es war kein Zufall. To spotkanie Jezusa z uczniami było wcześniej zaplanowane. Dieses Treffen mit Jesus war vorher eingeplant. Jeżeli myślicie, że ja znalazłem się we Wapienicy, że to był przypadek, nie. Und wenn ihr denkt, dass ich durch Zufall in Wapienice war, nein, war ich nicht. Że wy jesteście tak dobrzy, że dzisiaj podjęliście decyzję, że jesteście tutaj. Nie. Dass ihr so gut seid und diese Entscheidung getroffen habt, hier zu sein, nein. Nie jest przypadek, bo wszystko jest z Bożej woli zaplanowane. Und das ist kein Zufall, denn in Gottes Willen sind diese Dinge eingeplant. Jezus powiedział, może nie wszyscy to zrozumieli wtedy, kiedy to mówił. Und Jesus hat es gesagt, vielleicht hat es nicht jeder verstanden, als es damals sagte. Ale możecie sprawdzić w Ewangelii według Mateusza 26 rozdziale 32 werset. Wenn wir nämlich ein paar Seiten zurückblättern zum 26. Kapitel. Tam Jezus im mówi: Po moim zmartwychwstaniu ja was wyprzedzę do Galilei. Sagt er in Vers 32, also Kapitel 26, Vers 32. Wenn ich auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. To było pewne, bo to Jezus mówi. Das ist sicher gewesen, weil Jesus es selbst gesagt hatte. Tylko może oni nie wszyscy sobie to pamiętali. Aber ihnen war das vielleicht in dem Moment nicht klar oder sie erinnerten sich nicht dran. Ale usłuchali Jezusa, bo szli na tą górę. Aber sie haben auf Jesus gehört, denn sie sind zu diesem Berg gegangen. Na górę, gdzie Jezus im nakazał. Diesen Berg, wo Jesus ihnen gesagt hat, dass sie treffen wird. Co byście zauważyli w 17 wersecie? Aber ich möchte, dass ihr darauf achtet im 17. Vers, Kapitel 28. Spotykają się z zmartwychwstałym Jezusem. Sie treffen den auferstandenen Jesus. Jaka reakcja? Und wie ist die Reaktion? Ukłonili się. Sie fielen nieder vor ihm. Oddali mu pokłon. Sie gaben ihm Ehre. Ale co tam jest takie niepokojące w tym wersecie? Aber was beunruhigend ist in diesem Vers? Że niektórzy mieli wątpliwości. Dass einige von ihnen zweifelten. Wydaje się nam czasami, że wszystko jest zupełnie normalne. Manchmal haben wir das Gefühl, dass alles so normal ist. Oddajemy chwałę naszemu Bogu. Wir geben Gott die Ehre. Ale tak jest potrzebne, byśmy sprawdzili, co jest w naszym sercu. Aber es ist wichtig, dass wir überprüfen, was in unserem Herzen eigentlich vorgeht. Czy nie idzie o tylko wykonanie jakiejś religijnej praktyki?
ob es nicht einfach nur eine Ausführung einer religiösen Praxis ist. Jesteś na zgromadzeniu, uwielbiasz Jezusa, uwielbasz Boga. Du bist auf diesem Gottesdienst, du ehrst Gott, du ehrst Jesus. Niektórzy podnoszą ręce, inni tlaskają. Einige heben ihre Hände, andere klatschen vielleicht. Wykonujemy pewne wypowiedzi naszym ciałem. Wir zeigen durch unsere Körpersprache gewisse Dinge. Ale jak to jest w naszym sercu? Aber wie sieht es eigentlich drinnen aus? In eurem Herzen? Czasami tylko jakaś zewnętrzna forma. Manchmal ist es einfach nur eine äußerliche Form. Nawet zewnętrzna forma uwielbienia. Vielleicht auch eine äußere Form des Lobpreises. Abyśmy to jeszcze lepiej zrozumieli, to przytoczę pewien przykład. Damit wir das noch besser verstehen, möchte ich ein Beispiel hinzubringen. Pamiętacie, kiedy Jezus świętował Paschę ze swoimi uczniami? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Jesus das Passafest mit seinen Jüngern feierte. Łamał chleb. Er brach das Brot. Byli tam wszyscy. Und dort waren alle Jünger waren da. A Jezus wie, że jeden z nich je zdrajca. Aber Jesus weiß, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Ja chcę, byśmy zauważyli, jak się zachowywał Judas w tej chwili. Und ich möchte, dass wir mal darauf schauen, wie Judas sich verhalten hat in dem Moment. Robił wszystko dokładnie, co inni uczniowie. Er tat all das Gleiche, was die anderen Jünger A auch kiedy taten. Jezus, czytamy w Mateuszu 26 rozdziale, mówi, jeden z was mnie zdradzi. Und als Jesus dann im Kapitel 26 von Matthäus Evangelium, Vers 21 sagt, einer von euch wird mich verraten. To jaka była reakcja? Wie war die Reaktion? Panie, ja. Herr, ich. Ja. Ich. Nawet Judas mówi, a może ja? Und Judas selbst sagte, vielleicht ich. A wtedy Chrystus mówił, powiedziałeś. Und Jesus sagt zu ihm, du hast es, du sagst es. Myślę, że nikt w tej sytuacji nie był w stanie nawet pomyśleć, że Judasz jest zdrajcą. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner von ihnen vermuten konnte in dem Moment, dass Judas ein Verräter ist. To nie nasze zadanie, abyśmy rozliczali tego, który stoi obok mnie. Es ist nicht unsere Aufgabe, den anderen zu urteilen, der neben mir steht. Ty masz przede wszystkim sprawdzić, jak to jest w twoim sercu. Deine Aufgabe ist es zu prüfen, wie es in deinem Herzen aussieht. Apostoł w drugim liście do Koryntian napisał w 13 rozdziale, tam 5 werset, znacie go również. Und in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5 schreibt Paulus. Sprawdzajcie samych siebie, czy trwacie we wierze. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. I dalej mówi, czy nie wiecie, że Jezus jest wśród was? Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Jeżeli nie masz pewności, że on jest wśród twojego serca, w tobie. Wenn du nicht die Sicherheit hast, dass er in deinem Herzen wohnt. To on mówi, no to nie jesteście jego inaczej. Dann sagt er im Umkehrschluss, gehörst du nicht zu ihm. Jezus Chrystus w tobie. Jesus Christus in dir. W twoim sercu. In deinem Herzen. Bracia i siostry, dziękuję naprawdę, kiedy myślę nad swoim życiem, za ten obłok świadków, którzy byli na mojej drodze. Wenn ich, liebe Brüder und Schwestern, darüber nachdenke, bin ich sehr dankbar darüber, über all die leuchtenden Zeugnisse und Zeugen, die um mich herum waren auf diesem Weg. Dziękuję za tych, którzy mnie, nas nauczali. Ich bin dankbar für all diejenigen, die uns was beigebracht haben. Dziękuję dzisiaj za tych, którzy wspierają nas na modlitwach, kiedy potrzebujemy pomocy. Ich danke all denen, die uns unterstützen im Gebet in dem Moment, wenn wir Hilfe brauchen. Ale pamiętajmy i również na tych, którzy przez różne sytuacje mogli utracić wiarę. Aber auch, dass wir an all diejenigen denken, die durch unterschiedliche Situationen ihren Glauben verlieren können.
którzy doznali bardzo wielkich obrażeń. Menschen, die große Verletzungen von sich getragen haben. Którzy przechodzili przez trudne dzieciństwo. Die vielleicht durch eine schwere Kindheit gegangen sind. Może lepiej zrozumiemy, jak jest Bogu, kiedy my się oddalamy od Niego. Und vielleicht verstehen wir dann besser, wie Gott sich fühlt, wenn wir uns von ihm wegdrehen. Czasami szybko określamy, to są wszyscy buntownicy, sprzeciwili się Bogu. Häufig werden sie dann in eine Schublade gesteckt von denen, die rebellieren, die sich gegen Gott stellen. Ale kochani, Jezus umierał za nich. Aber meine Lieben, Jesus ist für sie gestorben. On daje im nową szansę. Er gibt ihnen eine weitere Chance. Powracam jeszcze do ciebie, do twojego serca. Und ich möchte zurück zu deinem Herz kehren. Czy to, czy się tu dzisiaj jesteś, dass du heute hier bist, jest tylko jakiś religijny zwyczaj czy tradycja? Ist das vielleicht eine religiöse Praxis oder eine Tradition? Upewnij się, jaki jest tu stosunek do Chrystusa. Versichere dich einmal, wie denn deine Beziehung zu Jezus ist. Wyobraź się sobie, że kiedy Jezus przyszedł do uczniów tam na tej górze, als Jesus zu diesen Jüngern auf dem Berg kam, nie było ciekawie, bo niektórzy mieli wątpliwości, war es ja ein bisschen schwierig, weil einige halt eben ihre Zweifel hatten. To Jezus nie zarzuca im, no, gdzie wy jesteście. Und sagt, ja, an welcher Stelle seid ihr denn? Das hat er ihnen nicht vorgeworfen. Jak wy nie mogliście zrozumieć to, co ja mówiłem? Wie konntet ihr denn nicht verstehen, was ich zu euch gesagt habe? Ale popatrzcie, jak on z nim rozpoczyna rozmowę. Aber wie beginnt er denn sein Gespräch? Przystąpił się, rzekł do nich tak. Und er sprach zu ihnen. Dana mi jest wszelka moc na niebie. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Zobaczcie, jakie to są mocne wyrażenia Jezusa. Das sind sehr starke Begriffe, die Jesus hier benutzt. Na te wątpliwości, na to, co się tam w tym spotkaniu odegrało. Auf diese Zweifel hin und auf das, was dort passiert ist bei diesem Treffen. To on mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Bracia i siostry, my potrzebujemy patrzeć tak na Jezusa. Meine Lieben, wir sollten so auf Jesus schauen. Wierzysz w takiego Jezusa? Du glaubst du an so einen Jesus? Który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Der alle Macht und Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Nie tak dawno byliśmy na Ukrainie. Vor kurzem waren wir in der Ukraine. W tą sobotę, kiedy byliśmy, bodajże 4 razy byli syreny. Sygnał, że mamy iść do kryjówki. Wo wir an dem Sabbat da waren, sind ungefähr 4-mal die Sirenen angegangen, dass wir uns verstecken sollen. Pierwszy taki mocny alarm. Erstmal war es ein sehr lauter Alarm. Ogłoszenia, że mamy iść do kryjówki. Eine Durchsage auch, dass wir uns verstecken sollen in einem Bunker. A kiedy według nich miało już niebezpieczeństwo, jeszcze mocniejszy alarm, że możemy wychodzić. Und als die Meinung war, dass die Gefahr vorbei ist, gab es einen noch lauteren Alarm, dass wir wieder rauskommen können. Kochani, wtedy zobaczyłem dzieci, jak płaczą. In dem Moment habe ich gesehen, wie Kinder weinen. Oni nie wiedzieli, co to znaczy. Ihnen war nicht bewusst und klar, was das bedeutet. Ale ten przerażający wyk syreny. Aber dieser unglaublich angstmachende Ton der Sirenen poruszał tak dzieci do płaczu, a nawet i zwierzęta. Und hat die Kinder und sogar die Tiere zum Weinen gebracht. A my mamy zwiastować Jezusa, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Und wir sollen Jesus verkündigen, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Nie tylko na niebie, ale i tu na naszej ziemi. Und eben nicht nur im Himmel, sondern hier auf unserer Erde. Co on czyni, bracia i siostry? On uznaje za słuszne.
was er tut und was er für richtig hält. On jest Paniem nieba i ziemi. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Dlaczego Jezus jest Panem nieba i ziemi? Und warum ist er der Herr über Himmel und Erde? Dlatego, że z natury jest Bogiem. Weil er aus der Natur Gott ist. On wyszedł od Ojca. Er ist vom Vater gekommen. Nie istnieje żaden anioł. Es existiert kein Engel. Żaden człowiek, ani żaden demon. Kein Mensch, kein Dämon. Który ma taką władzę, jak ma Jezus, a jego Ojciec. Und der nicht so eine Macht hat wie Jesus und sein Vater. I zmierzamy do tego, jaki ma cel Kościół. Und ich möchte dahin gehen, welches Ziel nämlich die Kirche hat. Jaką misję ma Kościół spełniać? Welche Mission sollen wir erfüllen? Ewangelista Jan napisał tak. Johannes schreibt in dem Evangelium, in seinem dem Evangelium, was er niedergeschrieben hat, folgendes. W 20. rozdziale, 21. werset. Im Kapitel 20, Vers 21. Tak jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Czy to słowo jest skomplikowane? Ist das irgendwie kompliziert? Jeżeli my mamy świadomość, że Jezus Chrystus przyszedł z woli Ojca na tę ziemię, wenn wir das Bewusstsein haben, dass Jesus durch den Willen des Vaters auf diese Erde gekommen ist, a on to relacjonuje, mówi, tak jak mnie Ojciec posłał, und er das selber widerspiegelt und sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, tak i ja was posyłam. So sende ich euch. Wielu szuka różnych celów dla swoich wspólnot, dla swojego kościoła. Viele suchen für ihre Kirchen gewisse Ziele oder Projekte. Dzisiaj rano mieliśmy bardzo piękne uwielbienie. Heute früh hatten wir einen wunderbaren Lobpreis. Lubię uwielbienia, lubię muzyki, ich mag, lubię śpiewania. Mag es zu singen, die Musik und den Lobpreis. Ale mam świadomość, aber mir ist bewusst, że nie zawsze potrafimy nawet w tych sprawach się zjednoczyć. Aber auch mir in diesen Dingen ist es manchmal möglich, dass wir nicht einer Meinung sind und nicht eins sind. Mamy problemy. Wir haben Probleme damit. Dlatego, że każdy z nas jest inny, weil jeder von uns anders ist. A uważamy, że akurat ten rodzaj jest bardzo przyjemny dla naszego Boga. Und weil wir der Meinung sind, genau diese Art und Weise ist gerade besonders lieblich für unseren Gott. A tak sobie myślę, gdyby to był główny cel Kościoła. Und ich frage mich dann, wenn das das Hauptziel der Kirche wäre. I gdyż uważam, że jest to potrzebne, by tak było. Und ich aber auch immer noch der Meinung bin, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. To wiecie, gdzie by nam najlepiej było wielbić Boga? Dann wisst ihr, wo es uns am besten wäre, wenn wir Gott loben wollen würden? Tam. Im Himmel. Przed Jego Majestatem. Vor seiner Majestät. Tam nie będzie różnicy między nami. Da wird es keine Teilung unter uns geben. Tam się zjednoczymy. Da werden wir eins sein, eine Einheit. Tak Jan daje w objawieniu. So schreibt es Johannes in der Offenbarung. Lubię społeczność. Ich liebe die Gemeinschaft. Lubię zbór. Ich liebe die Gemeinde. Potrzebujemy jeden drugiego. Wir brauchen einander. Ale wiecie, że czasami jest trudne rozumieć jeden drugiemu. Und wisst ihr, dass es manchmal schwierig ist, einer den anderen zu verstehen? To jest wielka sprawa w naszych relacjach. Das ist ein großer Punkt in unseren Beziehungen. Abyśmy zrozumieli jeden drugiego. Dass wir einander verstehen. Czasami się nam to nie udaje. Und es passiert nicht selten, dass uns das nicht gelingt. Kochamy jeden drugiego. Wir lieben einander. Ale czasami mówię, nawet w tych najbliższych związkach małżeńskich mówię, ja ci nie rozumiem. Und selbst in unseren engsten Beziehungen, unserer Ehe, sagen wir manchmal zueinander, ich verstehe dich nicht. Jak ty to myślałaś? Wie hast du das gedacht? Myślę, że to jest ten
Minus w nas. Und ich denke, das ist einer der Nachteile in uns. Ale znowu powracam do tego fundamentalnego, co powiedział Jezus. Aber ich möchte zu dem Fundament zurückkehren, das Jesus gesagt hat. Idźcie na ten świat, a geht in die Welt hinaus und czyńcie uczniami. Macht ihr zu Jüngern. Je to zrozumiałe? Ist das verständlich? Zrozumieliśmy, co Chrystus chce od nas? Haben wir verstanden, was Jesus von uns möchte? Co jest moje i twoje zadanie? Was meine und deine Aufgabe ist? Masz iść i czynić uczni. Du sollst hingehen und zu Jüngern machen. To jest to, dlaczego Kościół tu jeszcze istnieje. Und das ist auch der Grund, warum die Kirche hier noch existiert. Jeżeli naszym zadaniem jest czynić uczniami, to na chwilę popatrzmy, co to znaczy. Und wenn es unsere Aufgabe ist, Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen, dann lasst uns mal schauen, was das bedeutet. Czasami myślimy tak, damy mu lekturę, niech przeczyta, niech myśli nad tym wszystkim. No. Manchmal sagen wir, okay, wir haben ihm vielleicht ein Heftchen oder einen Zettel gegeben, soll er sich das mal durchlesen und seine Gedanken darüber machen? A mówimy tak, daliśmy mu instrukcję, co ma robić. Wir haben ihm die Anleitung gegeben, was er tun soll. Albo czasami i trochę więcej daliśmy czasu swojego, wyszkoliliśmy go. Und manchmal vielleicht haben wir mehr Zeit investiert und haben ihn ausgebildet. Ale kochani, ja wam teraz powiem, to mnie spotkało kilka tygodni w domu. Und ich sag euch etwas, das ist vor einigen Wochen bei mir zu Hause passiert. Moja żona postanowiła, że mam zrobić taki rolos w domu. Ja to ciągle oddalałem. Meine Frau hat mir gesagt, ich soll an einer gewissen Stelle ein Rollo hinmachen, einen Sichtschutz und ich habe das immer wieder vor mir hergeschoben. Miało to funkcjonować tak, że jak zaciągniemy, to ty nie polecą muszki i komary do naszego mieszkania. Und die Idee dahinter war, wenn wir das dann runterschieben, ist, dass die Fliegen oder Mücken nicht in unsere Ja sobie myśliłem tak, rozpakuję i zaczynam montaż. Und ich habe mir gedacht, ja gut, dann packe ich das Ding aus und fange an, es zu montieren. Mówię, było późno w nocy, nikogo nie, nikt mi nie przeszkadza, spokojnie. Es war relativ spät, keiner konnte mich stören. Kiedy to przykręciłem, to nie funkcjonowało. Als ich das dann angebracht habe, funktionierte es nicht. I sobie myślę, czy naprawdę jestem tak prymitywny, że nie potrafię to zrobić. Und ich habe mir selbst gedacht, bin ich denn selber so primitiv, dass ich da nicht in der Lage bin, das zu machen? Gorąco, duszno już. Es war heiß, es war stickig. Mówię, idę spać. Und sag mir, ich gehe schlafen. Ale za 10 minut staję, mówię, to niemożliwe. Und nach 10 Minuten stehe ich wieder auf und sage mir, das ist nicht möglich. Jeszcze raz przeszukuję to pudełko od tego, gdzie jest tak instrukcja. Und ich hole mir nochmal die Verpackung und schaue mir die Anleitung und suche nach der Anleitung. Znalazłem ją. Und ich habe sie gefunden. Patrzę, szukam. Ich lese, schaue. Nie umiem zrozumieć, co oni chcą. Ich habe nicht verstanden, was die von mir wollen. Od czego źle postępowałem. Wo habe ich was falsch gemacht? Nawet instrukcja mi nie pomaga. Selbst die Anleitung hat mir nicht geholfen. A na dole było napisane www i tak dalej. Und unten stand dann eine Adresse www. sowieso. Mówię, no tak, skorzystam YouTube'a i znalazłem filmik. Und dann habe ich mich auf YouTube begeben, habe mir ein Video angeschaut. I tak sobie patrzę, wie to jest tak prymitywne. Und ich schaue mir das an und sage, das ist so einfach. Jak oni to zrobili? Wie haben die das gemacht? I zacząłem dokładnie tak, jak ten filmik szedł, robić to. Und dann habe ich genauso wie dieser Film es mir zeigte, angefangen es selber zu tun. I zrozumiałem. Und ich habe verstanden. Że nawet instrukcja czasami nie dociera do mnie. Dass selbst die Anleitung manchmal nicht zu mir durchdringt. Muszę zobaczyć na własne oczy, jak to ma działać. Und ich muss mit meinen eigenen Augen sehen, wie das zu funktionieren hat. Kochani, to mnie prowadzi do jednego. Und das führt mich zu einer Sache hin. Że jeżeli mamy uczyć, czy
zrobić dla Jezusa uczni, wenn wir also die Aufgabe haben, Jünger für Jesus zu machen, to czasami nie wystarczy instrukcję mu dać do ręki dann i rób. Reicht es nicht, diesen Menschen eine Anleitung zu geben und zu sagen, und jetzt mach. Ale teraz zrozumiałem, kiedy apostoł mówi, naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Und Paulus selber von sich schreibt und sagt, folgt mir genauso nach, so wie ich Jesus nachfolge. Czynić uczni, to je pokazać, jak można żyć z Chrystusem. Zu Jüngern zu machen bedeutet zu zeigen, wie man mit Christus lebt. To nie jest tylko nakaz, co masz robić w sobotę, co nie masz robić. Es ist nicht nur ein Regelwerk, was du zu tun oder zu lassen hast. Jak najbardziej, to tam gdzieś jest, ale nasi bliźni, ci, którzy mają się stać uczniami, muszą zobaczyć, że jest inne życie. Aber auch diese Regeln haben auch irgendwo ihren Bestand, aber unsere Nächsten, die Menschen um uns herum, sollen sehen an uns, was das bedeutet, mit Christus zu gehen. Bracia i siostry, to jest misja Kościoła, wychowywanie do postawy Jezusa Chrystusa. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche, diesen Weg zu zeigen, zu Christus hin. Wdrążanie sposobów, które byli u Jezusa. Nämlich die Methoden zu nutzen, die bei Jesus auch waren. Chrzest, zanurzenie, to nie jest tylko liturgia. Die Taufe, dieses Untertauchen, das ist nicht nur Liturgie. Bardzo bym chciał, byśmy zrozumieli, co to tu jest zawarte. Und ich möchte so sehr, dass wir das verstehen, was hier geschrieben steht. Co to znaczy chrzcić w imię Ojca? Was es bedeutet, im Namen des Vaters zu taufen. Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? Was es bedeutet, im Namen von Jesus zu beten. Co to znaczy podać klankę w imieniu Jezusa? Was es bedeutet, ein Glas Wasser jemandem zu geben im Namen von Jesus. Czy ja muszę mówić, bracie Rafael, daję ci to w imieniu Jezusa? Muss ich meinem Bruder sagen, ich gebe dir das im Namen von Jesus? Ale kiedy widzę, że on ma pragnienie, to znaczy spełniam Bożą wolę. Aber wenn ich sehe, dass Durst hat, dann erfülle ich doch den Willen Gottes. To znaczy chrzcić w imię Ojca, to je połączyć się z wolą Ojca. Sich mit dem Namen des Vaters zu taufen, ist heißt, sich mit dem Vater zu verbinden. Modlić się w imieniu Jezusa? Im Namen von Jesus zu beten? Mieć świadomość, że modlę się z wolą mojego Zbawiciela. Das bedeutet, in dem Willen meines Erlösers zu beten. Jeżeli dokonujesz coś w swoim życiu według woli Ojca, wenn du etwas tust im dem Willen Gottes nach, dokonujesz to na polecenie Jezusa. Dann tust du das auf Jesus Geheiß hin. Już powiedziałem o kubku zimnej wody. Ich habe schon von diesem Becher kalten Wassers gesprochen. A kiedy Jezus mówi, posyłam was. Und wenn Jesus sagt, ich sende euch. To znaczy, na jego miejscu, na miejscu Jezusa Chrystusa. Das bedeutet, dass an der Stelle von Jesus. Nie tylko, że będziemy mówili i nauczali, co jest słuszne, a co niesłuszne. Werden wir nicht nur sagen, was richtig und gut ist und was nicht. Czasami musimy pokazać, co jest grzech, a co grzechem nie jest. Manchmal müssen wir zeigen, was die Sünde ist und was sie nicht ist. Ale mamy to zrobić dokładnie jak on. Aber wir sollen das so tun wie er. Nie możemy sobie pozwolić na swoją interpretację. Es ist wichtig, dass wir uns nicht auf unsere eigene Interpretation verlassen. Takie może banalne. Es ist vielleicht banal. Ale kiedy ojciec mi dał młotek do moich rąk, aber als mein Vater mir irgendwann einen Hammer in die Hand gab, da mi gwóźdź, a mówi, ej, wbij go do tego drzewa. Und gab mir einen Nagel und sagte, und jetzt hau diesen Nagel in dieses Holz rein. A kiedy on się tak przyglądał, a mówi, nie tak. Und als er dann mir zuschaute dabei, sagte er, nicht so. Bo ty samemu sobie ubliżysz. Weil du dir selbst wehtun wirst. I pokazał mi. Und er zeigte es mir. Tak to masz zrobić. So macht man das. Wyobraźcie sobie, Jezus jest uczniami i on nam pokazuje, jak mają mówić.
Und jetzt stellt euch vor, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und zeigt ihnen, wie sie reden sollen. Jakie mają być reakcje do drugich ludzi? Wie ihre Reaktion zu anderen Menschen aussehen sollen. To im pokazał w tym czasie, kiedy był razem z nimi. Er zeigte ihnen das in der Zeit, wo er gemeinsam mit ihnen unterwegs war. To jest prawdą, że Jezus wielokrotnie nakazywał, co mają robić. Und es ist wahr, ganz häufig hat Jesus ihnen gesagt, wie sie gewisse Dinge tun sollen. Ale ten Boży nakaz, Boża wola była umocniona Duchem Świętym. Aber dieser Wille Gottes war gestärkt durch den Heiligen Geist. Nie możemy pominąć Ducha Świętego. Und wir können den Heiligen Geist nicht ausklammern. Który jest spójnią, który prowadzi. Der uns leitet, der uns verbindet. Możecie się przypatrzyć temu, co mówi sam Jezus. Ihr könnt schauen auf das, was Jesus selber sagt. Czytamy w takim sprawozdaniu, że Jezus, namaściwszy Duchem Świętym, czyni wszystko to, co mu Ojciec powiedział. Und wir lesen in einem Abschnitt, wo er sagt, wo gesagt wird, Jesus, gesalbt durch den Heiligen Geist, tut das, was der Vater möchte. Bóg, Ojciec miał swoją wolę, przekazał ją Jezusowi, co ma czynić. Der Vater hatte seinen Willen und Jezus handelt nach diesem Willen. Ale nie było tam miejsca na odsunięcie działania Ducha Świętego. Aber da war kein Platz dafür, das Wirken des Heiligen Geistes zur Seite zu schieben. Nawet mamy taki przypadek, kiedy Jezus uzdrowił człowieka. Wir haben sogar ein Beispiel, wo Jesus einen Menschen heilt. Wtedy faryzeusze go oskarżyli. Und die Pharisäer beschuldigen ihn. Dlatego, że mówili, on to w mocy demona szatana wykonuje. Weil sie sagen, er tut das mit der Macht des Teufels. A co Jezus? Und was antwortet Jesus darauf? Bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu. Er sagt, ihr sündigt gegen den Heiligen Geist. Bo mówicie, że to wykonuje z mocy złego. Weil ihr sagt, dass ich das in der Macht des Bösen tue. Co dokonujemy poprzez chrzest? Was tun wir, wenn wir einen Menschen taufen? Kochani młodzi, wy, którzy jeszcze nie zanurzyliście się we wodzie. Meine Lieben, die ihr, diejenigen von euch, die noch nicht getauft sind. Przyznajecie publicznie i ogłaszacie, że koniec z waszym starym życiem. An dem Moment, wo ihr euch taufen lasst, verkündigt ihr und sagt ihr, dass euer altes Leben zu Ende geht. Masz tą myśl, że już nie chcesz realizować swoje własne pragnienia. Du hast diesen Gedanken in dir, dass du nicht mehr deinen eigenen Begierden folgen möchtest. Jesteś na drodze poszukiwania i wzrostu w Królestwie Bożym. Du bist auf der Suche nach dem Königreich Gottes und wächst in ihm. Jesteś oddanym jednej osobie. Du versprichst dich einer bestimmten Person. Kiedy byłem teraz na obozie, wo ich jetzt auf dem Jugendcamp war, mówiłem tam o wstępie do randkowania, habe ich darüber gesprochen, wenn man anfängt zu daten. I to powiedziałem takie zdanie. Und sagte dann so einen Satz. Tak jak dla mnie naśladowanie Jezusa Chrystusa to jest tylko priorytet jednej osoby. Und dieses Nachfolgen von Jesus ist nur das, die Priorität einer einzigen Person. Małżeństwo to jest priorytet jednej osoby. Und die Ehe ist auch die Priorität einer Person. Rozumiemy to? Verstehen wir das? Umieramy dla Chrystusa? Wir sterben für Christus. Umieramy dla swojej żony, dla swojego męża. Wir sterben für unseren Partner. Jeżeli to nie rozumiemy, to jest problem. Wenn wir das nicht verstehen, dann ist es ein Problem. Umieracie, bracia, dla swoich żon? Sterbt ihr, liebe Brüder, für eure Frauen? Myślcie na tym. Denk mal darüber nach.
To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś jest priorytetem w waszym życiu, weil i tak ma być. Wichtig ist, wenn dieser Mensch oder der andere eine Priorität in deinem Leben ist. Ja mam tylko jedno na potwierdzenie z drugiego listu do Koryntian 11 rozdziału, drugi werset. Möchte ich euch einen Vers vorlesen aus 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2. Vers 2. Albowiem zaręczymy was z jednym mężem, aby wstawić was przed Chrystusem dziewicę czystą. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Jednym mężem. Mit einem Mann. Stawić was nieskalanymi czystymi przed jego obliczem. Dass ich euch rein vor sein Angesicht bringe. To jest nasze zadanie. Das ist unsere Aufgabe. Pokazać praktycznie, jak można żyć na co dzień z Chrystusem. Praktisch zu zeigen, wie man mit Jesus Tag für Tag leben kann. To jest zadanie Kościoła, bracia i siostry. Das ist die Aufgabe der Kirche. Wdrążanie tego życia Jezusa Chrystusa. Das zeigen und das Beispiel sein des Lebens von Jesus Christus. Dlatego przemyśl swoje decyzje. Und deswegen überdenke deine eigenen Entscheidungen. Jeżeli wybrałeś drogę naśladowania. Wenn du diesen Weg gewählt hast, der Nachfolge. Albo chcesz wybrać tą drogę naśladowania. Oder vielleicht bereit bist, diesen Weg zu gehen. To Jezus ci obiecuje pomoc. Dann verspricht Jesus dir auch Hilfe. Nie będzie łatwo. Es wird nicht einfach. Kochani, ale chcę, byście to przyjęli, że Jezus wam pomoże. Aber ich möchte, dass ihr das für euch annehmt, dass Jesus euch helfen wird. Czytamy, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a teraz, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Matthäus 28, Vers 20. Und lehret sie halten alles, was ich euch gelehrt befohlen habe. Und hier ist der wichtige Punkt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Możesz się rozkoszować tą wspaniałą obietnicą. Du kannst dich freuen an dieser Verheißung. Jeżeli umiłowałeś Chrystusa, wenn du Jesus geliebt hast, chcesz iść jego drogą, und seinem Weg gehen möchtest, tak pamiętaj, jestem z tobą po wszystkie dni. Dann sagt zu dir, ich bin bei dir alle Tage. Życzę wam, aby te decyzje, które będą według Bożej woli, und ich wünsche euch, dass diese Entscheidung, wenn sie dem Willen Gottes entspricht, byli wspierane naszym Panem, tak, dass sie so durch unseren Herrn unterstützt werden, że będziecie mieć pewność, że on jest z wami po wszystkie dni. Dass ihr die Sicherheit habt, dass er mit euch sein wird bis durch alle Tage. To życzę wam i sobie. Das wünsche ich euch und mir. Amen. Amen. Módlmy się. Lasst uns beten. Boże nasz, ty dałeś każdemu z nas polecenie. Herr, du hast uns jedem von uns einen Auftrag gegeben, abyśmy szli śladami Twoimi, Jezu Chryste, dass wir Jesus deinen Spuren folgen, abyśmy tak pociągająco dla innych żyli, dass wir für andere sichtbar und attraktiv auch leben können, by oni zapragnęli takiego życia z Tobą, dass sie auch den Wunsch haben, dieses Leben mit dir zu führen. Wtedy będzie nam lżej spełniać to zadanie jako twoich sług. Und dann wird es einfacher sein auch für uns, wie dir zu dienen. Dlatego, że będziemy wychowywali, będziemy pokazywali, jak jest możliwe życie z tobą. Weil wir erziehen und zeigen werden, wie das Leben mit dir aussehen kann. Wyznajemy, Jezu Chryste, że popełniliśmy bardzo wiele błędów.
Wir bekennen auch vor dir, dass wir viele Fehler getan haben. Ale to był zawsze wynik tego, że nie słuchaliśmy wszystkiego, co ty nam mówiłeś. Und das war aber auch immer das Ergebnis dessen, weil wir nicht dir zugehört haben. Bardzo pragniemy, byśmy cię, przepraszamy cię za to wszystko. Und wir wollen uns bei dir entschuldigen. Przepraszamy cię za nas, za Kościół. Bitte verzeih uns und wir bitten dich um Vergebung für die Kirche. Że nie zawsze spełniliśmy to zadanie czynienia uczni. Dass wir nicht immer dieser Aufgabe gefolgt sind, Jünger zu machen. Dlatego, że było wiele zgorszeń, wiele poniżeń, wiele zlekceważeń. Weil es viele Erniedrigungen und Missachtungen gab. Ty jesteś Bogiem pełny miłości. Du bist ein Gott voller Liebe. Prosimy, udziel nam tej łaski, tego wsparcia. Wir bitten dich um deine Gnade und deine Unterstützung. Dopóki żyjemy, abyśmy mogli wykonywać to, co ty oczekujesz. Dass solange wir leben, wir das erfüllen können, was du von uns erwartest. Błogosław tym, którzy stoją na rozdrożu. Und ich bitte dich um Segen für diejenigen, die an einem Scheideweg stehen. Którzy jeszcze do tej pory nie weszli w przymierze z tobą. Weil sie noch nicht mit dir in einen Bund getreten sind. Nie dali się zanurzyć przez wodę, a nie zostali napełnieni Twoim duchem. Sie nicht sich haben taufen lassen und noch nicht mit deinem Geist erfüllt sind. Boże, daj, abyśmy zrozumieli czas, w którym żyjemy. Herr, ich bitte dich, dass wir auch die Zeit verstehen, in der wir leben. I wykonywali Twoją wolę. Und deinen Willen erfüllen. W naszym życiu. In unserem Leben. Bądź uwielbiony i przez to spotkanie nasze z Tobą dir sei na tym Ehre. Miejscu. Und wir danken dir für dieses Treffen mit dir hier an diesem Ort. Amen. Amen.